Man stirbt nicht für ein Programm, das man verstanden hat. Man stirbt für ein Programm, das man liebt. Und Goebbels sagt, man mag uns Nationalsozialisten vorwerfen, was man will. Eins wird man nicht behaupten können, dass wir langweilig wären. Dass die Hauptformel, die zur Entschuldigung vorgebracht wurde, eben dieses war, aber die Autobahnen. Vielen Dank erstmal für die freundliche Vorstellung und für die Einladung. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen gekommen sind, weil ich wirklich finde, dass dieses Thema, ja, Frei hatte ja vorhin auch Schwierigkeiten, was er Ihnen wünschen sollte. Normalerweise sagt man viel Freude für so einen Abend, aber das ist ja nun genau nicht das, was man sich erhoffen kann mit diesem Thema. Und deshalb freue ich mich, dass Sie zu diesem schwierigen Thema doch gekommen sind. Wenn ich gefragt werde, was mein persönlicher Zugang zum Thema ist, dann habe ich immer erstmal so einen gewissen Widerstand und so eine Art Trotz, weil ich mir denke, dieses Thema sollte doch eigentlich jeden interessieren. Und es interessiert ja auch viele Menschen auf der ganzen Welt, die ja immer in ähnlicher Weise fragen, wie konnte es passieren, dass das Volk der Dichter und Denker, das Volk Goethes, sich dem Nationalsozialismus anheimgegeben hat und dass es dieses Regime bis zum Schluss ohne nennenswerten Widerstand loyal unterstützt hat. Und deshalb klingen ja diese Fragen immer so, man könnte sich nur für den NS interessieren, wenn man dazu einen Tätervater vorzuweisen hat oder irgendeine ganz spezifische persönliche Motivation. Und dagegen wehre ich mich erstmal so ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem ganz wichtig, dass wir uns diesem Thema nähern, weil ich eben glaube, dass es ein großes Tabu ist. Ich kann das auch ganz einfach für mich selber sagen. Ich interessiere mich für dieses Thema lange, lange Jahre. Als Studentin habe ich ganz viele Seminare dazu besucht und so weiter. Habe mich damit beschäftigt, aber ich habe nie die Verbindungen zu meiner Familie gezogen und zu allen Erwachsenen, die mir lieb waren. Und es wird immer gesagt, dass meine Generation, die 68er-Generation, sich so aggressiv, vorwurfsvoll gegen die Eltern gewandt hatte. Das entspricht weder meiner persönlichen Erfahrung, noch entspricht es auch dem, was in der Literatur zu finden ist, die sich nämlich eigentlich ziemlich einig darüber ist, dass auch die 68er fast alle ihre eigenen Eltern ausgeklammert haben. Dass sie sich zum Teil wirklich obsessiv mit dem Nationalsozialismus beschäftigt haben. Aber dass die Frage, was haben denn die eigenen Eltern gemacht, gab es da eine schuldhafte Verstrickung, dass die ausgeklammert gewesen ist. Ich bin auch dann zunächst diesen persönlichen Weg ganz anders gegangen, weil ich nämlich drauf gestoßen bin. Ich war in einer Ausstellung, da waren Möbel aus Hitlers Zentrum in der ehemaligen Musikschule, aus dem Führerbau, Möbel, Bilder und so etwas in der Münchner Kunstakademie, und in dieser Ausstellung gab es auch eine Heizungsverkleidung, und die war einfach identisch zu der, die meine Eltern bei uns zu Hause im Wohnzimmer eingebaut hatten. Und allmählich habe ich immer mehr bemerkt, dass ich, was ja eigentlich völlig banal ist, in einer Umgebung aufgewachsen bin, die nicht nur von den Möbeln, sondern von allem her vom Nationalsozialismus getränkt war.
Ich will das einfach mal an einem Beispiel machen. Also ich habe zum Beispiel selbstverständlich gelernt, die Nationenstereotype, dass ich eine deutsche Überlegenheit habe gegenüber diesen oberflächlichen Franzosen, gegenüber den feigen Italienern, den Engländern, die nur ans Geschäft denken, aber natürlich erst recht gegenüber den Polen und Russen, dass das eigentlich Untermenschen sind, das war mir als Kind völlig klar. Dann Zigeuner und Asoziale, dass man denen mit einer Mischung von Angst und Verachtung zu begegnen hat, auch das war völlig unhinterfragt. Und ich habe nie gedacht, dass das irgendwas mit Nationalsozialismus zu tun haben könnte. Dann so Wertvorstellungen, Erziehungsideale. Natürlich habe ich gelernt, dass nicht nur ein deutscher Junge, sondern auch ein deutsches Mädel nicht weint, dass man hart gegen sich sein muss und daraus ziehen kann, dass man alle verachten kann, die nicht so hart sind. Und das heißt, ich glaube, wir müssen nicht auf die schuldhafte Verstrickung unserer Eltern schauen, sondern dass es eben ganz viele Relikte der NS-Zeit gegeben hat in den 50er, 60er Jahren. Und das Zweite ist aber natürlich dieses Thema, was haben die Eltern gemacht? Da hatte ich schon gesagt, ich habe gewusst, dass beide meine Eltern NS-Mitglieder gewesen sind, NSDAP-Mitglieder. Aber ich habe niemals die Frage daraus gestellt, ja, was ist denn daraus gefolgt? Haben die da irgendetwas gemacht, was wirklich moralisch nicht in Ordnung war? Haben sie sich beteiligt an Judenausgrenzung und so weiter? Also diese persönlichen Fragen habe ich nicht gestellt und ich glaube, dass ich da wirklich eine von vielen war, die dieses das so persönlich und nah an sich ranlassen völlig vermieden haben. Ich wollte Ihnen eigentlich ein Foto mitbringen. Ich habe einen runden Geburtstag gehabt, als Geschenk ein Fotoalbum bekommen. Jedes dieser Fotos ist mit liebevollen Bildunterschriften, nur die Fotos aus der Nazi-Zeit nicht. Ein Foto ist hier aus Landsberg, zeigt die Festung, zeigt SA-Leute vor der Festung und rechts daneben meinen strahlenden Vater. Es gibt andere Fotos, die zeigen ihn mit meiner Mutter zusammen, nämlich auf seiner Hochzeitsreise 39 vor dem Haus der Kunst in München. Er hat auf dieser Hochzeitsreise dann auch Braunau besucht und ich finde das schon enorm. Also kann man sich ja wohl heute nicht so ganz vorstellen, dass jemand auf seiner Hochzeitsreise zu Angela Merkels Geburtsort fahren würde. Das heißt, es muss für ihn ja so eine große Bedeutung gehabt haben, eine persönliche Bedeutung, der Nationalsozialismus, die Verbundenheit mit Hitler, dass er sich eben wirklich zu einem Teil des Privatesten gemacht hat, was man sich vorstellen kann, nämlich eben seine Hochzeitsreise. Mein Vater ist ein sehr liebenswürdiger, sehr schüchterner und sehr skrupelhafter Mensch gewesen. Und ich finde, neben allen moralischen Fragen, finde ich einfach, dass es doch ein ungeheuer spannendes Rätsel ist, was hat ihn neben Millionen anderen dazu gebracht, diese menschenverachtende Ideologie, die Ausgrenzung und Vernichtung zum Programm erhoben hat, für sich persönlich so wichtig zu machen. Ja, das als Antwort auf Ihre Frage. Das ist eine sehr zufriedenstellende Antwort. Aber Sie haben mir schon sehr gute Stichworte gegeben. Jetzt würde mich interessieren, da wir die Forschung ein bisschen ansprechen und Sie sagen, die Forschungslage ist im Gegensatz zum alltäglichen Diskurs ziemlich oder völlig eindeutig. Was interessiert denn jetzt eine Psychologin vom Fach an den Gründen oder der Untersuchung der Gründe für diese? Wir drehen ja um für die Zustimmung zum Land. Was ist die spezifische Fragestellung und Lösungsangebot? Also mich stellt es halt eben immer nicht zufrieden, wenn man solche Tatsachen feststellt. Viele Deutsche haben gewusst,
Der Antisemitismus hat immer mehr zugenommen. Für mich als Psychologin erklärt sich das nicht. Und ich glaube eben, dass man persönliche, seelische Motive wirklich heranziehen kann, um zu einem besseren Verständnis zu kommen. Saul Friedländer hat das schon früh gesagt, sein berühmter jüdischer NS-Forscher. Er hat gesagt, die Attraktivität des Nationalsozialismus lag nicht nur in seiner Doktrin, sondern sie lag eben auch in den Emotionen, in den Fantasien, die der Nationalsozialismus hervorrufen konnte. Und ich glaube, dass das auch durchaus nochmal was Spezielles ist, nämlich, dass der Nationalsozialismus ja von vornherein sich nicht eingeschränkt hat auf eine Partei. Partei heißt ja ein Teil mit einem bestimmten politischen Programm, sondern es war eine Weltanschauung. Sie wollten alles, sie wollten den neuen Menschen, den neuen arischen Menschen. Sie haben ihre Partei Bewegung genannt. Die Ziele, flink wie Windhunde, hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder, da sehen Sie schon, dass hier Körpernormen angesprochen werden als Ziel und Charakternormen. Wenn man die Motive der frühen Anhängerschaft untersucht, dann sieht man, dass zum Beispiel der Antisemitismus überhaupt nicht entscheidend war, sondern entscheidend war etwas ganz anderes, nämlich die Hoffnung auf einen völligen Neubeginn, dass die gesamte Gesellschaft umgekrempelt wird. Der Nationalismus und die Bereitschaft zum Kampf gegen alle Feinde der nationalen Erhebung. Wenn Sie an Eidformeln denken im Nationalsozialismus, dann tauchen eben solche Begriffe auf an zentraler Stelle, immer wieder in allen Hitlerreden und so weiter. Glaube, Wille, Ehre, Treue. Und auch in den Negativbegriffen, da geht es um den Schandvertrag von Versailles, um die deutsche Demütigung. Das sind also alles psychologische Begriffe, die wirklich im Zentrum der NS-Weltanschauung stehen. Und schon allein das rechtfertigt für mich eben eine psychologische Fragestellung. Warum? Was war an diesen Sachen so wichtig? Auch die Anhänger haben zum Beispiel oft gesagt, Nationalsozialismus ist etwas, was man mit dem Herzen verstehen kann. Da geht es nicht um den Kopf. Ernst Bloch hat gesagt, man stirbt nicht für ein Programm, das man verstanden hat, man stirbt für ein Programm, das man liebt. Also es ist ein Bezug auf Gefühle. Und Hitler hat ja zum Beispiel eben immer gesagt, der Erste Weltkrieg ist verloren worden, weil die deutsche Nation nicht entschlossen genug war, weil der Wille nicht ausgereicht hat. Also das ist mein einer Punkt, dass ich glaube, der Nationalsozialismus hat wirklich eine Art Erlebnisangebot gemacht. Also ein Teil der Attraktion machte dieses Angebot aus, wie man sich als Mann oder Frau als Teil dieser NS-Welt fühlen und erleben konnte. Und ich glaube zusätzlich, dass die besondere Anziehungskraft des NS darin gelegen hat, dass man ganz gegensätzliche Bedürfnisse und Identitäten gleichzeitig leben konnte. Und das Versprechen war, man müsste sich nicht entscheiden für einen Lebensentwurf. Deshalb habe ich mein Buch Schauder und Idylle genannt. Saul Friedländer hat ganz ähnlich sein Buch Kitsch und Tod genannt. Das soll dieses Widerspruchspaar benennen. Als Nationalsozialist kann ich mich als den Wagemutigen vorstellen, der sich dem erhabenen Schauder großartiger und gefährlicher Endzeitkämpfe stellt, um das Überleben der Rasse zu sichern. Ich bin meinen barbarischen Ursprüngen nah, ich höre auf das mächtige Rauschen des Blutes und ich werfe mich trutzig gegen die jüdische Übermacht. Und dieses Motiv Gewalt, Kampf, Krieg und Tod auf der einen Seite und daneben auf der anderen Seite, ganz unvermittelt daneben,
steht das Selbstbild als Ordnungs- und Sicherheitsheimatliebender Mensch, der seine kleinen Idyllen vorsichtig hegt und pflegt und sie schützt vor allen Risiken der Moderne, also so eine kleinbürgerliche Idylle, die wir ja auch mit dem Nationalsozialismus verbinden. Und ich glaube, dass diese Selbstbilder zwar sicher oft verschiedenen Personengruppen zugeordnet waren, aber oft halt eben auch bei den Menschen gleichzeitig so viel Anklang gefunden habe. Man könnte beides sein, der todesmutige Held und der vorsichtige Beamte. Das habe ich mir jetzt nicht nur so ausgedacht, sondern ich denke, dass es dazu eben auch eine soziale und politische Dimension gibt, zu der ich ganz gerne noch kurz was sagen möchte. Ich bin ja nicht nur Psychologin, sondern mich interessiert, wie diese psychologische Ebene eingeordnet ist in gesellschaftliche Strukturen. Und wenn Sie an die Aufstiegszeit des Nationalsozialismus und an die Gründe für den Aufstieg denken, dann können Sie diese beiden Motive ganz klar auch in der gesellschaftlichen Situation verorten. Die Nazis mussten sich positionieren zwischen den Kommunisten und zwischen den reaktionären Konservativen. Und deshalb ganz viel hängt dieses gegensätzliche Versprechen damit zusammen. Also der politische Ort, an dem sich die Nazis aufgehalten waren. Ihre Erfolgschance war gleichzeitig gegen die Drohung eines kommunistischen Umsturzes, wie gleichermaßen gegen eine Fortsetzung des wilhelminischen reaktionären bürgerlichen Obrigkeitsstaates zu sein. Also um nochmal die eine Seite, die Kommunistenangst. Die Nazis beantworten diese große Angst, die vor allem die Mittelschichten hatten, vor der Revolution, die mit 1918-19 verbunden war. Die Angst vor dem Umbruch der Eigentumsverhältnisse, die Angst vor der Umkehrung aller Werte und Sicherheiten der patriarchalen Ordnung, der Sicherheiten in der Kunst, in der Pädagogik, in der Familie und Sexualität. Dagegen hat Hitler eben versprochen, vor allem seit seiner Aufwertung durch die Großindustrie, durch Adel und Militär, die Rückkehr zu einer konservativen, autoritären Ordnung mit Führerprinzip, Gehorsamsverpflichtung, Nationalismus, antimoderne, kleinbürgerlichen Normen für Familie, Kunst, Sexualität. Also das ist die eine Seite, wo die Nazis auf die Ängste der Menschen mit Sicherheits- und Ordnungsversprechungen geantwortet haben. Und gleichzeitig mussten sich aber die Nazis von der reaktionären Position abgrenzen und auf dieses verbreitete Gefühl antworten, das wilhelminische System ist überlebt und muss weggefegt werden und durch etwas ganz Neues ersetzt werden. Und die alte autoritäre Ordnung muss durch Volksherrschaft ersetzt werden. Untersuchungen zeigen, dass die Nazis mit ihrer Betonung von Volksgemeinschaft und diesem Führerprinzip, der Führer vertritt das Volk, subjektiv als außerordentlich demokratisch erlebt worden sind. Und dass das ein ganz wichtiger Teil ihrer Attraktion war. Und das Motiv Schande und Demütigung von Niederlage sei nur durch Kampf gegen Feinde, durch Dynamik, Expansion und Umsturz zu beantworten. Und darauf haben ja die Nazis eben mit dieser hochdynamischen Kampfbewegung, den Sturmtruppen ihrer Jugendlichkeit, die Nazis waren die Partei mit dem größten Anteil von Jugendlichen und jungen Leuten, mit ihrer Propaganda des nationalen Sozialismus, dem Populismus der Volksgemeinschaft, der Befriedigung aller Hass- und Racheimpulse geantwortet. Nationalsozialismus ist das Gegenteil von dem, was ist, hat Gregor Strasser 1932 definiert. Es ist ein erlaubter Kampf gegen Juden, Intellektuelle, Bürgerliche, Ausländer, rassisch für unwert erklärte und so weiter. Also dieses andere Seite ist weg mit dem Obrigkeitsstaat, Wünsche nach Grenzüberschreitung,
alle bürgerlichen und zivilisatorischen Schranken hinter sich lassen. Es ist der Wunsch nach Expansion und Gewalt. Und diese beiden Elemente, denke ich, habe ich jetzt mal mit Schauder und Idylle benannt, machen eben dieses gleichzeitig gegensätzliche Erlebnisangebot der Nazis aus. Ich glaube, ich versuche das so nachzuvollziehen, dass Sie im Vergleich zur sonstigen Forschung jetzt etwas machen, was man, glaube ich, im normalen Diskurs über den Nationalsozialismus nicht macht. Nämlich, dass man jetzt in Anführungsstrichen die positiven Funktionen, die sind wieder dialektisch nicht vereinbar, aber ich glaube, es ist eine der wichtigsten Arten, das überhaupt zu betrachten, und ich finde auch eine wichtige, um es überhaupt verstehen zu können, jenseits der Abwehrvorgänge, der Dämonisierung und Ähnliches. Ich würde gerne mit Ihnen, Sie haben die Kernthese bereits formuliert, ein bisschen näher eingehen, jetzt direkt auf die Formulierung des Abends, aber die Autobahn. Wir wollen uns ein bisschen über die einzelnen Beispiele unterhalten, in denen diese exkulpierenden Abersätze vorkommen. Mhm. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie da mal, warum fand gewissermaßen diese breite Zustimmung? Wenn wir das an einzelnen Beispielen mal festhalten können, dann können wir das gewissermaßen verifizieren. Also als ich angefangen habe, mit diesem Thema mich zu beschäftigen, habe ich gedacht, ich fange an dem an, was eigentlich übrig geblieben ist, was positiv immer noch benannt wird. Denn da habe ich mir vorgestellt, dass das ja offenbar etwas ist, was die Verbrechensgeschichte überlebt hat, was so wichtig war, dass es nach wie vor eben als positiv herangezogen wurde und als Grund, die Nazizeit zu verteidigen und aufzurechnen gegen die Verbrechen. Jetzt weiß ich nicht, nachdem ich sie überhaupt nicht sehen kann, ob sie zu einer Generation mehrheitlich gehören, die noch weiß, dass die Hauptformel, die zur Entschuldigung vorgebracht wurde, eben dieses war, aber die Autobahnen. Hitler hat den Krieg gemacht, das war Mist. Er hätte vor allem keinen Zweifrontenkrieg machen sollen, das war sehr ungeschickt. Das mit den Juden, das war auch nicht gut. Aber die Autobahn. Und ich weiß, dass ich, wie viele andere, immer mit einer unglaublichen Wut darauf reagiert habe und dann eben erst im Zuge meiner Forschung mir mal überlegt habe, ja warum, was finden denn die Leute eigentlich so toll an den Autobahnen? Und für uns ist das ja heute, denke ich, schwer, wenn wir Autobahnen hauptsächlich mit Stau und so weiter verbinden. Schon allein deshalb. Aber natürlich war es das Argument, was vordergründig gebracht wurde, war ja natürlich die Beseitigung der Arbeitslosigkeit durch den Bau der Autobahnen und die ungeheure wirtschaftliche Erfolgsgeschichte der Aktivismus des Regimes. Vorher hat man nichts gemacht und dann kam Hitler und hat endlich angepackt und dann ging es ja auch. Ich glaube also, dass das Autobahnargument und das zeigen eben auch Untersuchungen an der Bevölkerung dazu dient, die Nazizeit aufzuteilen in die guten Jahre und die schlechten Jahre. Und in die guten Seiten und die schlechten Seiten, wobei dann behauptet wird, die hätten nichts miteinander zu tun. 1948 und unverändert 1968 hat mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf die Frage, halten Sie den Nationalsozialismus für eine gute Idee, die schlecht durchgeführt wurde, ja gesagt. Das finde ich schon ziemlich enorm. 77 haben immer noch 28% diese Frage mit Ja beantwortet. 2 sagen dazu, es dominiert eine unpolitische, stark am eigenen Schicksal orientierte Beurteilung des NS.
Als positiv gelten Vollbeschäftigung, Sozialpolitik, Sicherheit und Disziplin, als negativ Rassenverfolgung, Judenvernichtung und KZ. Der Nationalsozialismus wird in diesem Argumentationsmuster als Idee gerettet, indem es die Judenverfolgung als Kardinalfehler des Regimes abspaltet, ohne die er, wenn man einmal vom Krieg absieht, für sie akzeptabel gewesen wäre. Krieg und Judenverfolgung werden nicht als originäre Intentionen des Regimes betrachtet, sondern als schlechte Praxis einer an sich guten Idee. Ja, also das ist das eine, dass sozusagen der Nationalsozialismus so auseinandergenommen wird. Und das zeigen ja eben auch die anderen Sprüche. Damals gab es noch Sinn für Recht und Ordnung, damals gab es noch Gemeinschaftssinn, konnte man noch als Frau durch den Park gehen, ohne vor Vergewaltigung Angst zu haben. Man war nicht so egoistisch und so weiter. Dieses Argument tut ja nun sehr rational. Es war der wirtschaftliche Erfolg, die Arbeitslosigkeit. Und ich glaube das aber eben nicht, dass es um im Wesentlichen rationale und ökonomische Motive geht. Ich will ganz kurz ein bisschen was zu den Fakten sagen, weil es einfach wichtig ist, diese rationale Ebene, die stimmt eben einfach hinten und vorne nicht. Der Autobahnbau war vorher schon ein fertig geplantes Schubladenprojekt gewesen. Die Nazis hatten vorher dagegen gestimmt. Die Autobahnbau wurde als Luxusprojekt abgelehnt. Nur 1% der deutschen Bevölkerung war Anfang der 30er Jahre motorisiert und niemals hat sich der Autobahnbau ökonomisch gelohnt. Der Gütertransport ist im Wesentlichen auf der Schiene geblieben. Die betroffenen Autobahnarbeiter haben mehrheitlich diesen Job sehr ungern gemacht. Der Lohn lag kaum über der Arbeitslosenunterstützung. Die Arbeitsbedingungen waren extrem schlecht bis unzumutbar. Die Arbeiter mussten in Lagern leben, die sehr diktatorisch geführt wurden. Es gab eine hohe Unfallgefahr. Und schließlich sind Zwangsrekrutierungen notwendig gewesen, um die Leute überhaupt dazu zu bringen. Die Autobahnen hießen im Volksmund Hunger- und Elendbahnen. Die Finanzierung der Autobahn ist im Wesentlichen über Anleihen bei der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung geschehen, also kreditfinanziert. Zitat, letztlich haben damit alle deutschen Arbeiter durch ihre Lohnabgaben die Autobahnen finanziert. 4,5 Milliarden Reichsmark waren übrig, 45, die nicht bezahlt waren. Ökonomisch gesehen, volkswirtschaftlich gesehen, waren die Autobahnen also wirklich eine ziemliche Pleite. Die Beseitigung der Arbeitslosigkeit war auch nur minimal. Und etwa im Jahr, in den ersten 2 Jahren, hat es einen Anteil von gerade mal 2,3% an der Beseitigung der Arbeitslosen. Aber was natürlich stimmt, ist, dass die Nazis das zu ihrer Propaganda-Initiative gemacht haben. Und zwar deshalb, weil sie damit diese Parolen, ein Volk, ein Reich, ein Führer, so handfest demonstrieren konnten. Sie haben den propagandistischen Wert des Autobahnbaus erkannt und einfach beschlossen. Wir behaupten, dass das eben dieser zentrale Moment ist. Und ich denke, zunächst mal können wir einfach daran sehen, wie sehr unser Bild vom Nationalsozialismus in ganz vielen Bereichen von der NS-Propaganda nach wie vor völlig bestimmt ist. Das gilt selbst in dem Bereich, wo wir uns so kritisch vorkommen. Es hieß ja dann immer, nein, die Arbeitslosigkeit, darum ging es gar nicht. Es ging um die Militarisierung, es ging um die Truppentransporte an die Reichsgrenzen. Das stimmt auch so nicht. Also die Militärs haben von vornherein gesagt, das ist keine gute Idee, die vielen Brücken machen die Autobahn viel zu verletzlich, die Autobahn ist für Bombardierungen anfällig und so weiter.
Also man sieht daran, dass diese Mythen wirklich ja, viele, viele Jahrzehnte überleben. Ich glaube, die Autobahn hatte ganz andere und wie ich eben meine Erlebnisqualitäten. Nachdem das so eine Pleite war, ist es auch damals ganz stark in den Vordergrund gestellt worden. Die Autobahnen sind ein Ausdruck der nationalsozialistischen Weltanschauung, hieß es damals. Sie zeigen den nordischen Eroberer. Nur wir, dieses Gewundene, das entspricht dem Parlamentarismus, aber die kreuzungsfreie Straße, das entspricht dem expansiven nationalsozialistischen Denken. Und die Autobahnen sind so als Symbol des kühnen, pionierhaften, die Welt, der Welterneuerungsanspruch der Nazis, als Symbol dafür sind sie genommen worden. Sie wurden genannt das Weltwunder, das neue Weltwunder des 20. Jahrhunderts. Es waren die Pyramiden des Dritten Reiches. Und sie entsprachen dieser Vorstellung, also das sind alles zeitgenössische Zitate. Goebbels hat gesagt über das NS-Politikverständnis, wir haben gelernt, dass Politik nicht mehr die Kunst des Möglichen ist. Wir glauben an das Wunder, an das Unmögliche und Unerreichbare. Für uns ist Politik das Wunder des Unmöglichen. Und ich glaube, dass das viele Menschen fasziniert hat. Die Autobahn als das gewaltigste Bauwerk des Abendlandes, was man nur vergleichen kann eben mit den Pyramiden oder der chinesischen Mauer. Die Autobahnen sind auch ein Beispiel dafür, wie man diese Widersprüche zusammengezwungen hat, nämlich die Blut- und Bodenfaszination und die Faszination der Technik und der technischen Machbarkeit. Natürlich war das ja ein gigantisches, technisches, hochindustrialisiertes Projekt, aber in der Propaganda sind eben die Autobahnen halt eben immer als vereinbar mit Landschaftspflege, mit der Natur dargestellt worden. Ich hätte Ihnen sehr gern ein Bild, was ich in meinem Buch analysiere, gezeigt, wo man eben die Autobahn sieht, die Menschen- und autoleer ist und im Vordergrund zwei Bauern, die Heu zusammenrechen, im Hintergrund den deutschen Wald und ein Dorf mit Kirchturm und so weiter. Alles geht in diesem Einklang zusammen. Und das war eine ganz wesentliche Vorstellung. Wir machen alles. Wir sind eben die technischen Genies. Wir unterwerfen uns die Natur. Aber wir sind eben halt auch die Erd- und Naturverbundenen. In den Fotobänden, in Theaterstücken, die es gab über die Autobahn, wurde eben immer gezeigt, also dieser naturverbundene Arbeiter. So ein Beispiel, an dem man den Widerspruch ganz direkt sieht, dass die Betonpfeiler der Brücken immer mit Natursteinen der heimischen Regionen verkleidet wurden. Oder dass man die Autobahnraststätten in dem Stil der jeweiligen Landschaft baute, also friesische Fischerhütten oder eben oberbayerische Sennerhütten auf der Autobahn. Und man redete eben von der deutschen Technik. Die deutsche Technik war eine, die mit der Natur verbunden war, und die gleichzeitig eben ja, die Weltneuheiten der Technik bringen konnte. Die Autobahnen sind auch ein Symbol für die Volksgemeinschaft. Sie wurden immer als Adern bezeichnet, durch die die Lebenssäfte des deutschen Volkes strömen und die das Volk körperlich eins werden lassen. Majestätisch und königlich, so ein Zitat, wird sie in Jahrhunderten künden, von der Zeit der Einigung des Deutschen Reiches. Dann auch sehr wichtig, die Autobahnführerprinzip. Hitler hat
der NS-Propaganda nach die Autobahnen in der Landsberger Haft als Vision vor sich gesehen. Er hat sie erfunden, das ist sein Begriff, ist völlig erlogen. Das ist die eine Fiktion, die hießen ja auch die Straßen des Führers. Und die andere Fiktion ist aber ganz deutlich, wir Deutschen haben, das deutsche Volk hat die Autobahnen gebaut. Also ich finde es sehr wichtig, dass man den Begriff, den sich die Partei gegeben hat, sehr ernst nimmt, nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, ein subjektiver Sozialismus, diese Fiktion, wir sind alle beteiligt, wir haben das gemacht, das finden Sie durchgängig in allen Bereichen der NS-Geschichte. Also das heißt, ich glaube, dass der Autobahnbau so ein umfassender Garant für dieses Versprechen auf Versöhnung aller Widersprüche ist. Und ich fasse es nochmal zusammen. Der Nationalsozialismus würde, so war die Vorstellung, das Unvereinbare vereinen können. Und die Autobahn ist ihr sichtbarer Beweis, die Versöhnung von Technik und Natur, von Maschine und Handwerk, von Beton und Stein, von Naturbewahrung und gigantischen Eingriffen in die Landschaft, von Nutzbau und Kunstwerk, von Tempel und Massenverkehrsmittel, zeitgenössisches Zitat. In diesen Straßen ist ein Zusammenklang von Organisation, Technik, Natur und Kunst erreicht, der dem alles umfassenden, alles einbeziehenden Lebensgefühl unserer Zeit entspricht. Ich würde gerne noch einen zweiten Punkt angehen, der mit dem Nationalsozialisten, nennen wir es, mit den berühmten Masseninszenierungen zu tun hat und darunter ganz sicher gleichzeitig der Topos, aber die Fackelzüge, er gehörte ja auch zu diesem Teil, wo man eine Einheit bildete. Können Sie dazu ein bisschen noch was sagen? Ja, ich habe immer im Buch beschrieben, dass bei uns zu Hause natürlich auch diese Schweigekultur geherrscht hat. Es wurde über den Nationalsozialismus nicht gesprochen, sondern es wurde nur über die schlechten Zeiten gesprochen. Die schlechten Zeiten waren der Krieg und vor allem die Nachkriegszeit. Und das war so eine Einheit. Und die einzige Äußerung, die meine Mutter positiv getan hat, meine Mutter, die aus einem sehr kleinen Dorf stammte, Arbeiterkind, das war eben dieses, aber die Fackelzüge. Wie toll das war, in der Nacht gemeinsam auf diesen Umzügen mit den Fackeln zu gehen, was es für ein unglaublich tolles Gefühl war von Erhabensein, Erhobensein, von so einem heiligen Schauer, der einen da ergriff, von einer ungeheuren Ernsthaftigkeit und etwas Bedeutungsvollem, was sie so völlig heraushob. Und ich glaube, dass das eben ein ganz wesentliches Motiv gewesen ist, was die Nazis ja immer wieder ausgebeutet haben, nämlich dieses Weg mit dem Alltag und die Suche nach einer alle Sinne umfassenden Erregung und einem sich außerhalb, nach dem Exzeptionellen. Und natürlich weiß man das, aber ich möchte das eben einfach auch nochmal betonen, wie wichtig das gewesen ist, als Motiv, was so viele Menschen da begeistert hat. Schon früh ist ja eben gesagt worden, dass das wesentlichste Kennzeichen des Nationalsozialismus eine Ästhetisierung der Politik gewesen ist. Walter Benjamin hat diesen berühmten Satz gesagt, die Massen kommen zu ihrem Ausdruck, nicht zu ihrem Recht. Das heißt, er meinte, an die Stelle sozialer Veränderungen tritt die Imagination, die Darstellung, die Inszenierung von Gleichheit, von Solidarität, von Gemeinschaft, von Sozialismus in diesen Inszenierungen. Und ich glaube eben, dass etwas wirklich ganz Wichtiges ist.
Mir ist es aufgefallen, als ich mich mit vielen Erlebnisberichten von frühen Nazis beschäftigt habe, die beschrieben haben, warum sie Nationalsozialisten geworden sind. Zum Beispiel Goebbels, der das beschreibt. Goebbels, der immerhin ein Intellektueller, Doktor der Germanistik, beschreibt die Hitlerrede so, dass er Hitler eben beschreibt, die glühenden Augensterne, die Stimme, die ihn umfasst, das Licht, was aus Hitlers Augen auf ihn kommt, das An- und Abschwellen der Stimme, das plötzliche Schreien wie das Donnern des jüngsten Gerichts. Und zum Inhalt der Rede schreibt er genau drei Sachen. Was ist es? Ehre, Arbeit, Fahne. Das sind, also das wird auch nicht ausgeführt, sondern das reicht. Und es ist einfach völlig eindeutig bei ihm wie bei vielen anderen Schilderungen. Es geht nicht um das Gesagte, sondern es geht um das Wie, um diese Inszenierung, um diese ungeheure Intensität und Dynamik dieser Veranstaltung. Ich habe mich ziemlich viel mit Goebbels beschäftigt, der ja immer Tagebuch geschrieben hat und der diese Kampfzeit sehr genau beschrieben hat. Und er beschreibt da immer die Politveranstaltung eben als in dieser Inszenierungsqualität. Er spricht von der großen Tribüne, der Aufführung eines tollen Theaters. Damit meint er eine Schlägerei, die sie im Reichstag inszeniert haben. Tolles Theater. Die NSDAP-Veranstaltungen waren ja bekanntlich dramaturgisch durchgestaltet von der Lichtregie, dem Aufbau der Rede, dem Einsatz der Medien, dem späten Erscheinen von Hitler, dem Singen, den SA-Leuten, die mit ihren blutigen Verbänden in der ersten Reihe platziert waren. Und diese Effekte, denke ich, waren einfach wirklich sehr wichtig. Hitler selber hat die Nazis immer als Rezept gegen die Langeweile verkauft. Er hat gesagt, die bürgerlichen Parteien, da ist die friedliche Stimmung, ist Zitat Hitler, Mein Kampf, eines gähnenden Kartenspielclubs. Und Goebbels sagt, man mag uns Nationalsozialisten vorwerfen, was man will, eins wird man nicht behaupten können, dass wir langweilig wären oder dass die Zeit, die wir heraufgeführt haben, uninteressant wäre. Was man damals in 50 Jahren erlebte, das machen wir heute in 2-3 Tagen ab. Martin Broschardt, der Historiker, hat beschrieben, dass das auch ungeheuer gut angekommen ist, dass die NSDAP-Veranstaltungen besucht worden sind mit fieberhaftem Vergnügen und Sensationsgier, wie eine sportliche Veranstaltung, wie ein Boxkampf. Da war was los, da fand ungeheuer was statt. Und ich glaube halt, dass man jetzt ja sagen könnte, das ist Ablenkung von den Inhalten. Ich glaube vielmehr, dass es ein Teil des NS-Politikverständnisses selber ist. Politik ist nicht zähes Aushandeln von Interessengegensätzen. Hitler hat immer wieder gesagt, er interessiert sich nicht für Tagespolitik. Bekannt ist ja, er hat nie Akten gelesen. Goebbels hat sich ungeheuer gelangweilt, immer bei Aktenstudium. Goebbels hat eine Kampagne gegen den Young-Plan inszeniert, mit großem Erfolg. Hinterher hat er gesagt, er hat den nie gelesen. Und Politik ist also nicht dieses Aushandeln von Kompromissen und so weiter, sondern es ist eben dieses heroische Wirken am Weltengefüge. Es ist ein heroisches Politikverständnis. Und Sie wissen ja, dass Hitler auch Politik immer wie ein Gesamtkunstwerk verstanden hat und dass er den Sinn sozusagen auch wirklich darin gesehen hat, die Zuschauer, Zuhörer in diesen Zustand erhabenen Schauders zu versetzen. Joachim Fest schreibt in seiner Hitler-Biografie, dass es genau das gewesen ist, was den Nazis den Erfolg eingebracht hat. Dass er, Fest drückt sich so aus, er hat der Politik wieder den großen Schicksalston verliehen, die Möglichkeit dieses Gefühls sozusagen an einer erhabenen Gestaltung teilzuhaben,
in einer Zeit der großen Gefühle, ist ein Ausdruck von Ernst Jünger. Und vielleicht noch ein Zitat von Goebbels am Anfang, am Ende des 30. Januar notierte er in sein Tagebuch, das muss man sich mal vorstellen, Zitat, in einem sinnlosen Taumel der Begeisterung geht diese Nacht des großen Wunders zu Ende. Das große Wunder, also es ist alles unglaublich weit weg von eben dieser Ebene von Alltag, Realismus. Und ich glaube, dass die Nazis sozusagen diese Versprechungen gemacht haben, dass nicht nur Hitler und Goebbels, sondern wir, die Menschen alle, dass die sozusagen diese Alltagsebene, diese Ebene von Mühsal und von Grauheit hinter sich lassen können. Und dass es eben so ein Leben im Exzeptionellen, im Außergewöhnlichen gibt, dass das möglich ist. Sie haben ja auch die Weimarer Zeit immer als Systemzeit und immer als dieses Graue, Hässliche beschrieben und eben diese Vorstellung so einer heroischen Überhöhung ja immer vor sich hergetragen. Also es heißt, Grenzüberschreitung wird immer positiv bewertet. Sie kennen das ja, dass der Begriff Fanatismus zum Beispiel immer positiv gesehen wird. Und dass dadurch so eine Dynamik des Superlativs entsteht. Der Nationalsozialismus ist das ganz große Projekt, das in der Welt noch nicht da gewesen ist und das immer wieder neue, unvergleichliche Erlebnisse hervorbringen muss. Es gibt keine allmähliche Entwicklung, man kann nicht warten, es gibt keinen Kompromiss, man kann nur das Extrem besetzen. Goebbels sagt, wenn revolutionäre Fieberschauer die Völker durchzittern, dann ist nur noch Platz für das Für oder Wider. Es ist eine radikale Schwarz-Weiß- und Schluss-Jetzt-Logik, die mit dieser Expansionsdynamik einhergeht. Thomas Mann, der einen wunderbaren Aufsatz geschrieben hat, der heißt Ein Bruder, und der sich beschäftigt hat mit der Nähe des Künstlertums zu Hitler. Er schreibt über Hitler. Er diagnostiziert bei Hitler, Zitat, das nie sich Genüge tun, das Vergessen der Langeweile, das Nichtigkeitsgefühl, sobald nichts anzustellen und die Welt nicht in Atem zu halten ist, der schlaflose Zugang zum immer wieder sich neu beweisen müssen. Nach den Ausführungen würde ich ganz gerne noch, dass wir auf einen Punkt, jetzt bei aller Positivität, auf den einen, der natürlich mit dem Nationalismus gewissermaßen direkt verbunden wird, gerade jetzt wie ein konditionierter Reflex, ein bisschen einzugehen auf die Faszination von Gewalt und Hass, Ausgrenzung. Und wie sieht das unter sozialpsychologischer, psychoanalytischer Perspektive aus? Ja, ich glaube halt, dass zum Verständnis des Nationalsozialismus der Begriff von Rache und die Begriffe Demütigung und Schande absolut zentral sind. Sie kennen diese Begriffe, sie sind ja gebunden an das Erlebnis der Weltkriegsniederlage und an den Vertrag von Versailles, der ja eben immer der Schandvertrag genannt wurde. Und der mit intensiven Gefühlen von Demütigung einhergegangen ist. Und dieses Motiv durchzieht die NS-Ideologie ganz stark. Und ich glaube, dass es so unterbewertet ist in der Wahrnehmung des Nationalsozialismus. Die Nationalsozialisten haben sich immer wieder als schuldlose Opfer dargestellt. Also die jüdische Weltverschwörung, die Bolschewiken, das internationale Finanzkapital unter jüdischer Führung und so weiter, die Alliierten, die abhängig sind von diesen finsteren Mächten, drängen den tapferen deutschen Michel an die Wand, demütigen ihn
Und er befindet sich in einem ohnmächtigen Abwehrkampf gegen eine Übermacht von Feinden. Das ist natürlich alles absurd. Aber ich glaube, dass dieses Verständnis absolut wichtig ist für den Erfolg der Nationalsozialisten. Also, dass sie versprochen haben, dass man die Niederlage des Ersten Weltkrieges nicht nur durch einen neuen Krieg wieder rückgängig macht, sondern dass es sie überhaupt nicht gegeben hat. Also Sie wissen das ja, die Dolchstoßlegende, die ja eben bedeutet hat, die jüdischen Zivilisten haben die Kapitulation gemacht, während eben die Front ja noch stand. Das heißt, es geht nicht nur darum, wie gesagt, die Niederlage durch einen neuen Sieg wieder rückgängig zu machen, sondern zu sagen, wir haben nie verloren. Wir waren immer die Sieger. Und die Schmach von Versailles rückgängig zu machen, das zeigt die Konzentration auf diese Begriffe von Ehre, Stolz und so weiter. Also dass es überhaupt nicht darum ging, ob Deutschland jetzt in der Lage ist, diese Reparationszahlungen real zu leisten oder sowas, sondern dass es wirklich um diese Kategorien von Demütigung gegangen ist. Und dass man aus diesem Gefühl von Demütigung dann eben das Recht auf eine absolut vernichtenden Rachefeldzug gezogen hat. Und wichtig finde ich eben auch, dass dazu der Antisemitismus ja so ein Vehikel gewesen ist. Ich habe mich schon immer gewundert, aber so kann man das dann ganz gut verstehen, wenn Sie an den Boykott der jüdischen Geschäfte am 1. April 1933 denken. Da gibt es ja diese berühmten Bilder, wo dann immer in den Fenstern steht, Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Es ist natürlich wirklich vollkommen absurd, aber dieses Weltbild, dass die Deutschen eben von der jüdischen Weltgräuelhetze, so hieß es, an die Wand gedrückt sind und sich jetzt mit letzter Kraft wehren müssen, das war absolut zentral wichtig, weil es eben diese Vernichtungsfeldzüge, den ungeheuren Hass gerechtfertigt hat. Und ich finde wichtig, weil das einfach auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass dieser Hass und die Aggression wirklich ein Erfolgsrezept der Nazis gewesen sind. Also dass den Bürgern nicht nur gefallen hat, diese Vitalität und Dynamik bei den Nazis, sondern dass es wirklich eben auch der ungebremste Hass war, der zum Erfolg der Nazis vor 1933 ganz stark beigetragen hat. Wenn man sich eine Hitlerrede von damals, Goebbels Reden anschaut, das ist einfach unglaublich, welches Ausmaß von Schmähungen, welche Gewaltfantasien, ungebremste Gewaltfantasien dort ausgebreitet werden. Und Goebbels selber hat auf dieses Ticket, also auf das Blutticket in Berlin gesetzt. Er hat gesagt, je aggressiver wir sind, je mehr Schlägereien, je mehr je mehr Blut fließt, umso mehr sind die Menschen begeistert davon. Und man kann an der Nacht der langen Messe, also an dem Umbringen der SA-Leute 34, kann man ja eben auch sehen, dass es dem Regime sehr viel an Zustimmung in der deutschen Bevölkerung zugetragen hat. Die Gewalt musste gerechtfertigt sein. Und gerechtfertigt war sie da durch das Ordnungsversprechen. Die SA behauptete, man will die Revolution
Also sind wir gerechtfertigt, die alle umzubringen. Aber wenn das eben so ist, dann wurde das eben in der Bevölkerung sehr gut gefunden. Mit eisernem Besen auskehren, so hieß das dann damals. Und die Partizipation als Zuschauer, als durchaus auch Mitmacher an Gewalt, das denke ich, sollte man nicht unterschätzen als Teil der Faszination des Nationalsozialismus. Ja. Meine Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich lasse in dem Fall, was mich an diesem Abend bereichert hat, einen Herrn namens Bertolt Brecht zu Worte kommen, anstatt meiner. Es gibt eine wunderbare Keuner-Geschichte, die ich Ihnen jetzt inhaltlich empfehle, die lautet da, Herr Keuner trifft einen Bekannten und der Bekannte sagt zu ihm, na, was machst du denn so vieles? Genau das Gefühl habe ich, dank Ihrer wunderbaren Vorträge. Ich habe viel Mühe, sagt Herr Keuner, und das werde ich jetzt tun. Ich bereite meinen nächsten Irrtum vor. In diesem Sinne darf ich mich bedanken und den Abend schließen. Darf ich was ganz Inneres?